Keine Frage, die beiden Supermächte China und USA stehen ökonomisch und vor allem auch ideologisch in einer harten Konkurrenzsituation. Insofern könnte man, wenn man das Ganze auch ökonomisch ein bisschen mal definiert, sagen, China führt 1:0 in dem Spiel gegen die USA, denn wir haben heute wieder sehr, sehr gute Daten aus China gesehen, während die USA zuletzt schwächeln. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Ja, gestern, da ging es ein bisschen nach unten. Zunächst mal, man hat sich dann im Verlauf des Handelstages wieder ein bisschen derrappeln können, wie man in Bayern sagt, an der Wall Street. Und es hat aber nicht mehr gereicht, um in einen Plus zu laufen. Vielmehr sehen wir, dass wir jetzt den schwächsten Dezember anfangen. Seit dem Jahr 2008 haben normalerweise der Dezember ja ein sehr positiver Monat, durchschnittlich im S&P 500 plus 1,6%, dürfte ähnlich beim DAX gelten. In 76% der Fälle ist der Dezember positiv, also mehr als drei Viertel der Fälle normalerweise. Also ein Heimspiel, könnte man sagen, aber es fängt jetzt erstmal schlecht an, weil eben Donald Trump die Zweifel nähert an dem Deal, an dem baldigen Deal mit seiner Aussage gestern. Naja, könnte sein, dass wir den Deal erst nach der Wahl machen. Stellt sich nur die Frage, ist Donald Trump denn noch Präsident? Das wäre vielleicht eine Fragestellung, die man Donald Trump mal zuraunen könnte. Aber solche Selbstzweifel hegte der gute Mann nicht. Dann die Aussage von Wilbur Ross, kein Treffen mehr geplant in diesem Jahr zwischen Delegationen der USA und China etc. etc. All das hat dazu geführt, dass wir diese Märkte so sehen, wie wir sie gesehen haben. Und das spiegelt sich dann in der sogenannten Market Implied Odds of a Trade Deal, also die Wahrscheinlichkeit, die von den Märkten eingepreist ist oder gespielt wird, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist für einen Trade Deal. Und die ganze Geschichte ist deutlich nach unten gegangen. Dementsprechend sind eben auch die Aktienmärkte nach unten gegangen, die USA mehr als die Europas. Schauen wir uns jetzt aber mal das 1:0 für China an, das ich hier vorhin angesprochen hatte. Wir hatten den Kaixin Einkaufsmanager Index deutlich besser als erwartet. Da sind wir auf dem besten Wert seit 7 Monaten. Wir hatten zuletzt ja schon Einkaufsmanager-Indizes aus dem Bereich Gewerbe, die besser waren, während das Gewerbe, die Industrie mithin, also in den USA schwächelt. Der ISM-Index aus den USA, 4 Monate jetzt in Folge in Kontraktion, deutlich unter der Erwartung. Haben die USA jetzt den konjunkturellen Hochpunkt schon lange hinter sich und kommen jetzt in eine Phase, die China und möglicherweise Europa schon hinter sich haben, nämlich dass sie ein bisschen spätzyklisch dran sind, während China und Europa ja früher Schwierigkeiten bekamen, ökonomisch, könnte es jetzt sein, dass die USA das genau nachholen, nachdem der Effekt der Steuerreform ein bisschen verpufft ist. Früher war es ja so, dass die Amerikaner konjunkturell immer früher dran waren als die anderen. Jetzt sind wir vielleicht in der Situation, dass die Amerikaner später dran sind. Jedenfalls sehen wir hier, dass Chinas Daten sehr gute waren. Wir haben heute dann Daten vor allem aus den USA, nämlich den US-ADP-Arbeitsmarktbericht. Wollen wir uns mal anschauen, wie das so in letzter Zeit gelaufen ist. Da sehen wir doch seit Anfang 2019 einen ziemlichen Abschwung der neuen Stellen. Das gilt dann auch für die Non-Farm Payrolls, für die großen US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag kommen. Also wir sehen hier so ein bisschen am Arbeitsmarkt die Dinge nicht mehr so brummend. Und dann, das wollte ich Ihnen hier zunächst noch zeigen, der ISM-Index Dienstleistung, der um 16 Uhr ansteht. Und den haben wir hier, da sehen wir, dass wir jetzt doch ein bisschen abgeschwungen sind. Die Tendenz geht nach unten, auch wenn jetzt die letzte Zahl relativ ordentlich war mit 54,6 oder 54,8. Ähnliches wird für heute erwartet. Da wird die Wall Street draufschauen, nachdem man ja doch ziemlich empfindlich auf den ISM-Index Gewerbe reagiert hat, der eben deutlich schwächer war. Also 1:0 könnte man sagen in Sachen über der Erwartung liegende Zahlen für China. Wie wird das weitergehen? Wir haben 16:30 noch den Ölmarktbericht. Wir sehen, dass wir jetzt insgesamt eine Situation an den Märkten haben, wo die Amerikaner seit der Finanzkrise vor allem massiv outperformed haben gegenüber allen anderen Regionen der Welt mit über 100%. Hier sehen wir die US-Indizes, da im Vergleich Emerging Markets und ganz unten krebsen Japan und Europa. Das ist doch schon ein ziemlicher Unterschied, den wir hier sehen. Eine ziemlich große Lücke, und die war nur gerechtfertigt aus Sicht der Märkte, weil eben die Amerikaner eine deutlich bessere Wirtschaft haben. Wenn das aber jetzt nicht mehr der Fall sein wird, möglicherweise, dann muss diese Lücke sich irgendwie schließen. Ähnliches sagt heute
Jeff Gundlach in einem Interview mit Yahoo Finance, der sagt, ja, dieses Muster könnte sich wiederholen, dass die Amerikaner also stark outperformed haben, könnte sich, wenn es zu einer Rezession kommt, umkehren, denn dann muss ausgepreist werden, was eingepreist ist. Und Jeff Gundlach sieht vor allem, wie ich auch, ein Wunder, das große Risiko in der Verschuldung der US-Unternehmen, vor allem in diesen Triple-B-Unternehmen, die kurz vor Junk-Status stehen, diese massive Verschuldung, die dann, wenn eine Wirtschaft abschwingt, praktisch nicht mehr tragbar ist. Also da ist die Frage, ob die Amerikaner jetzt sozusagen über dem Hochpunkt raus sind, jahrelang deutlich besser gelaufen sind als der Rest der Welt, aber sich diese ganze Geschichte vielleicht umkehrt, denn der Rest der Welt, der hat schon einige Schmerzen in Kauf genommen, während die Amerikaner sich durch Schmerzmittel betäubt haben. Diese Schmerzmittel trägt den Namen Steuerreform, trägt den Namen Fed, die Märkte mit Liquidität zupumpt. Aber irgendwann muss man vielleicht mal die Drogen absetzen und dann wird es ungemütlicher. Schauen wir uns noch einige Dinge an, hier zum Beispiel zu den USA. Hier sehen wir einen 100-jährigen Aufwärtstrendkanal beim Dow Jones, meine Damen und Herren. Ja, wir sind ja historisch unterwegs. Da ist der Zeitraum manchmal ein bisschen länger und wir sehen, dass wir hier an der oberen Begrenzung angekommen sind, genau dieses Aufwärtstrendkanals, und seitdem eben ein bisschen korrigieren, nicht so furchtbar viel, aber eben doch. Wir haben gestern gesehen, dass der VIX angesprungen ist, die Vola auf den S&P 500, hat hier genau das Gap zugemacht, knapp unter der 18er Marke und ist dann ein bisschen zurückgeschnappt. Wir sehen also, dass wir hier ausgebrochen sind aus dieser niedrigen Vola-Situation und schon kam Bewegung rein. Was wird das bedeuten für die Charts, meine Damen und Herren? Ich werde immer wieder gefragt, von wem sind eigentlich die Charts? Ja? Von wem sind diese Charts? Und ich sage, die sind von Capital.com. Wir sehen hier den DAX, der diesen Abverkauf hatte, aktuell bei 13.063 Punkten. Wir kommen ja von etwa 13.300 und ein paar zerquetschten. Wir sehen das, was Rüdiger Born eine zittrige Erholung nennt, Abverkauf, und jetzt so diese Schwurbeln leicht nach oben ohne große Überzeugung. Etwas mehr Überzeugung scheint bei den Amerikanern zu sein. Da ist der S&P 500 bei 3.095 leicht positiv, die US-Futures, weil die asiatischen Aktienmärkte zwar verlieren, aber nicht so deutlich. Wir sehen ein ähnliches Bild hier beim Nasdaq 100, 8.262. Wir sehen den Dow Jones, der immerhin wieder die 27.500er Marke überboten hat. Was heißt das für Euro-Dollar? Der hält sich, nämlich die Gemeinschaftswährung der Euro, hält sich nach wie vor stark zum Dollar. 1.1076. Hier dieser Move nach oben, seitdem geht es seitwärts. Kommt da gleich dann die nächste Welle? Das ist die Frage. Heute ja NATO-Gipfel, da wird Trump auf Merkel treffen. Da kann man wieder spannende Aussagen von Sir Donald erwarten, die die Märkte nervös machen. Wir sehen Gold, 1480 hält sich gut jetzt, und das amerikanische Crude Oil, $56,48. Also, das ist die Situation, meine Damen und Herren. Ja, McDickmeyer sagt haben. Jedenfalls ist das so, dass die Amerikaner jetzt kleine Problemchen haben, wenn die Daten heute enttäuschen. ADP-Arbeitsmarktbericht. Da ist die Vorausschau eben für die großen Arbeitsmarktdaten am Freitag und dann eben der ISM-Dienstleistungsindex. Das ist ja diese Erzählung, die man sich in den USA an der Wall Street immer wieder erzählt. Der Konsument ist stark und ja, wir hatten gute Daten von Thanksgiving, aber nur weil die Online-Umsätze anziehen, was online gewinnt, das verliert sozusagen stationärer Einzelhandel. Wir haben das Mantra, dass die USA auf einem anderen Planeten sind, konjunkturell, und ich glaube, dass dieses Mantra bald sich erledigen wird, dass die Amerikaner nachvollziehen, das, was andere bereits vorgemacht haben, nämlich China und Europa, so muss es heißen. Dementsprechend ist das größere Abwärtspotenzial sowohl konjunkturell als auch bei den Märkten in den USA, während die europäischen und chinesischen Aktienmärkte möglicherweise jetzt nicht mehr viel Fallpotenzial haben. Schauen wir mal, wie es weitergeht, meine Damen und Herren. Ich sage jetzt Servus und...